Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wie ihr seht, sind wir heute in einem kleinen Stollen unterwegs. Das war mal, soweit wir wissen, der Stollen von einer Zeche. Und ansonsten wissen wir eigentlich gar nicht so viel darüber. Es scheint kein Hauptgang zu sein. Und wir schauen uns das jetzt mal näher an. Hier waren auch schon mal Björn und Sabrina in einem ihrer Videos, also Mr. und Miss Lost. Und die haben uns die Inspiration dafür gegeben, hier mal herzukommen. Björn ist heute auch mit dabei. Und ja, die haben immer so das Gefühl, dass sie ein bisschen schwindelig wird, Kopfschmerzen und ein seltsames Gefühl hier gab. Deswegen schauen wir uns das heute mal ein bisschen genauer an. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja gut, kann das vielleicht an welchen Grubengasen liegen? Kann natürlich sein. Wir haben auch den Kohlenmonoxidmesser dabei. Der hat heute schon mal als Spitzenwert 30 Parts per Million angezeigt. Das ist so ungefähr ein Grenzwert. Der sagt jetzt nicht, wir müssen hier sofort raus, weil wir sterben, sondern der würde sagen, okay, nach ein paar Stunden sollte man jetzt mal weggehen. Spätestens, wenn man Kopfschmerzen oder Schwindel kriegt, dann ist hier Zelte abbrechen. Aber das war nur ein Peak gewesen. Wie Björn, der gerade bedient, sagte, pendelt er sich zwischen 0 und 22 gerade ein. Und deswegen, ja, mal schauen, was wir hier finden, ob wir etwas finden. Und wie immer würde ich sagen, seid mit dabei, richtig, Jan? Ja, viel Spaß. Genau, Glück auf! So, wir beginnen jetzt den Stollen. Auf der Thermal seht ihr den Jan. Ich habe die ganze Zeit dabei. Das andere rote Männchen ist der Björn. Genau, der winkt. Und ja, soll die Thermal irgendwie ausschlagen, werde ich den natürlich ins Bild nehmen. Ansonsten schauen wir uns jetzt den Stollen ein bisschen an. Was wir dann eventuell hier aufbauen können. Das K2 hat sowohl Björn als auch Jan, die gucken da drauf, ob es irgendwelche Ausschläge gibt. Was der Pion auch schon gesagt hat, ist alles schiefer hier. Sehr einheitlich eigentlich. Ja, das kennt man auch. Lost. Alte Reifen und Deckel. Mülleimer. Upsa, Vorsicht, niedrige Decken her. Ja, hier ist ein kleiner Nebengang. Ja, wie der Jan auch gerade gesagt hat, hier ist eine kleine Müllhalde. Weiß auch nicht, was das mal für ein Raum gewesen sein könnte. Da hinten sieht sehr fest und zu aus. Vielleicht so eine Art Lagerraum. Da ist auch ein kleiner Absatz, wie als wenn da was, ich sag mal, aufgebockt gewesen wäre. Ein Haken, eventuell, damit man vielleicht irgendwelche Laterne oder so anhängen konnte. Die hat man hier überall, auch hier an der Decke. Die ist auch komplett aus Eisen. Man sieht auch so diese typischen Rostbeulen, weil Eisenoxid ja ein bisschen mehr Fläche als Eisen braucht, dann quillt das so raus. Das ist wohl ein Witz, oder? Jetzt hält noch weiter. Ja, ich glaube schon. Ich habe kurz mal reingeguckt, der geht sogar nicht weiter. Ein Stückchen schon, aber nicht viel. 2 Meter gefühlt. So. Ja, hier hat doch einer schon mal reingeschlagen. Vielleicht noch irgendwas gesucht. Das Bernsteinzimmer arbeitet doch. Ja. Und hier ist, ich würde sagen, 45 bis 60 Grad starke Schräge, die immer steiler wird. Ja, wo quasi gefühlt Deckenhöhe 20 Zentimeter. Ja, nur ein Abschnitt danach wird es ein bisschen höher. Gucken wir das mal. Ja, da kann man natürlich nichts sehen. Alles gleich fahren. Ja, das war schon alles. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt Aufbauten und schauen, ob wir irgendwas dokumentieren können. So, was wir heute noch testen wollen, erstmalig, ist das Portal.
Portal ist relativ einfach erklärt. Das hier ist eine Spirit- oder Ghostbox. Das kennen man die meisten. Die scannt Radiosignale ab. Und das Problem ist natürlich dabei, dass auch viel Quatsch durchkommt, weil es halt Radiosignale sind. Mal sehen, ob wir Hunde überhaupt Empfang haben werden, so wie wir abgeschirmt sind. Ne? So, was macht das Portal? Das Portal hat den Hauptteil sozusagen, über den das verbunden ist hiermit. Verstärker, Filter und hier oben, wie ihr es von der Gitarre kennt, die verschiedenen für Bass, Output etc. pp. Lautstärke. Sprich, das Portal ist eigentlich nur ein Filter und eine Verstärkung für die Spiritbox. Wir haben ja hier durch Tachyleit zumindest die meiste Aktivität. Also hier ist irgendeine kleine Energiequelle, die kommt zwar immer nur so sporadisch, sage ich mal, für ja, eine Sekunde oder ein bisschen weniger sogar. Aber die beste Chance ist, denke ich, hier, dass wir das einfangen können. Lebst du hier? Wie alt bist du? Glück auf! Wie geht's dir, Bergmann? Möchtest du mit uns reden? Stört es dich, dass wir hier sind? Aber es muss keine Antwort gewesen sein. Nee, das ist die ganze Zeit schon zufällig. Das war echt zufällig wahrscheinlich. Falls du das wirklich warst, als Auslöser, dass wir dich hier stören, kannst du näher an das pinke Leuchten herangehen. Am besten zweimal, damit wir sehen, dass es kein Zufall ist. Da hinten, Was würde sich schon was hören? Nein, leuchtet es auf. Da hinten läuft eins permanent. Ja, das eine sieht komisch aus. Das sieht Farbe nicht. Das sieht echt komisch aus. Was ist denn los? Keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Fehler, das andere hat. Und hier waren gerade hier eins und ich glaube hier vorne war auch noch eins. Deswegen, da, die haben reagiert, das da hinten, das hat einen Knick irgendwie. Aber das war gerade nicht. Nee. Sieht irgendwie pink aus. Zumindest nicht, als wir dran vorbeigelaufen sind. Das wäre aufgefallen. Also die Farbe ist komisch, sieht aus, als wenn ich lila und blau gleichzeitig zwischen euch. Ja, das ist nicht irgendwie. Also das. Danke wieder. Ja. Hier haben wir ein paar Ausschläge. Kannst du das Geräusch nachmachen? Da war ein Fieben. Ja, irgendwas Fieben. Kannst du das Geräusch nachmachen? Kannst du das Geräusch nachmachen? Warst du das? Parallel? Wenn du das warst, kannst du ruhig mit uns reden. Oder wie gesagt, das zweimal zu dem seltsamen pinken Licht dort drüben gehen. Oder zu einem der vielen anderen. Oder zu einem der vielen anderen. Kennst du das Geräusch? Weißt du, was man versuchen kann? Es ist ja im traditionellen Bergbau eher so gewesen, aber modern ja ähnlich. Manchmal jetzt ein paar Mal so, als wenn ich so eine Pickaxe hacken würde. Ich weiß, das ist im modernen Bergbau nicht so gewesen. Aber für kleine Sachen gab es ja trotzdem, wenn man die Sprengladung reingemacht hat oder sowas, dann hatten wir ja trotzdem einen Bohrer oder einen Pickel benutzt, ja. Also in dem anderen kleinen Stollen hatten wir ja ein paar Mal die Klopfgeräusche. Ja. So. Das eine war ja richtig krass. Das kleine wirkt so, als wenn einer wirklich mit der AP platzt. Ja, ja, das war wirklich krass. Also da bin ich auch traurig, dass wir da nicht mal reinkommen. das war, genau. Aber das piepst nicht mehr, ne? Doch, das hat gerade gepiepst und vorhin gerade jetzt auch vor 10 Sekunden. Okay, ich habe das Piepen nicht gehört. Ja, du bist dann am Rauschen dran.
Hast du hier Schutz gesucht? Wann wurdest du geboren? Welches Jahr glaubst du schreiben wir? Es ist schön, dass mal jemand hier da ist. Kommst du oft Besuch? Warum reagiert das Ding? Weil es ein paar Mal reagiert in der Folge. Da, schon wieder. Ja. Warst du das? Kannst du es bitte noch zweimal machen? Ich mache einen Vorschlag. Ich zähle bis 10 und dann fährst du das an. Dann weiß ich, dass du das warst, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter. Okay. Ist das jetzt statistisch gesehen zufallsunwahrscheinlich, oder? Ja. Wollen wir eine andere Zahl nehmen? Ja, nicht, dass es falsch vorkommt. Ja, nee, also ich meine, das ist natürlich... Okay, bis 17. 17 ist eine Zahl, die würde keiner wählen. Das schon wieder. Können wir es nochmal versuchen? Ich zähle diesmal bis 17. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, also Zufall. Moment, Frequenz ist stärker. Ich hab nichts gedrückt. Nein. Aber es reagiert jetzt insgesamt öfter als wir aufgebaut haben, ne? Der Akku ist niedrig übrigens. Ja. Jetzt machen, ne? Das ist die Kinect. Die hält halt nicht lange. Der Akku der Kinect ist auch niedrig. Ne, das ist eigentlich das Tablet, das ist das Problem. Die Kinect selbst hält ein bisschen länger aus. Ist dort in dem Raum mit den vielen Reifen irgendetwas passiert? Ohne Blitz gemacht? Nee, ich glaube schon, oder? Ja, aber war jetzt kein Blitz, ne? Hat er nicht einen IR-Blitz? Nee. Oh, okay, das wusste ich nicht. Das stören wir dich? Bist du das? Ja, okay, das hat sich das Tablet verabschiedet. Allerdings so kurz hält es eigentlich auch nicht. Also eine Stunde sollte es schon halten. Also das ist komisch hier. Ja. Wie lange ist das? 20 Minuten ungefähr? Ja, also wirklich lange ist es nicht. Die macht jetzt trotzdem Blitz, aber dann kann die zumindest fokussieren. Oh, das war ja, aber bei Blitz musst du aufpassen, jeder Staubpartikel sieht dann aus wie ein Orb, ne? Aber du hast natürlich recht, Fokus ist schon ganz wichtig. Habt ihr das gehört? Das Fiepen? Nee. Das nicht Paralyte war? Nee, ganz, ganz entfernt, als ob irgendwie so ein größerer Stein runtergefallen wäre. Nee, ich hatte irgendwas gehört, das wie viel. Ich bin nicht lange noch stillgehalten, das ist das Problem, dass die jetzt ein scharfes Bild macht, nur mit Infrarot. Möchtest du mit uns kommunizieren? Okay, das hat direkt danach nochmal geblinkt. Ah, das könnte Zufall sein. Wir können ja mal, falls du mit uns kommunizieren möchtest, ja, ich weiß, könntest du vielleicht etwas länger in der Nähe des Lichtes bleiben? Dass er etwas länger ausschlägt.
Naja, mhm. Ist schon ein bisschen länger gewesen. Wie möchtest du denn kommunizieren? Sprachlich anscheinend nicht. Wollen wir so machen? Einmal leuchten ist ja, zweimal leuchten ist nein. Okay, schön. Sag, pass auf, kannst du mal bitte nein sagen? Sprich zweimal leuchten lassen. Wir müssen wissen, ob das zufällig ist oder ob du das bewusst machst. Wir brauchen also ein Kommunikationssystem. Vielleicht kannst du uns ja auch gar nicht sehen. Hörst du uns? Siehst du uns? Bist du bei uns? Kannst du diesen Raum nicht verlassen? Ist hier irgendetwas passiert? War das ein Blinker gerade? Hat nicht geschaut, ich halte jetzt auf. Ja, ich glaube, da war gerade ein Blinker. Mhm, ja, einmal. Brauchst du Hilfe? Ist mein Name Eckbert? Kannst du folgende Melodie beenden? Dö, 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 dö. Wir müssen jetzt aber leider trotzdem langsam abbauen. Ja, willst du machen. Sprachliche Kommunikation kam ja nicht zustande, ne? Nee. Was willst du machen? Wir haben ein paar Ausschläge, könnten allerdings auch Zufall sein. Manche sind natürlich fragwürdig, ne? Ja, aber solange wir kein einheitliches System haben, dass wir eindeutig sagen können, zweimal nein, einmal ja oder klopfen oder ja. Kann man das nicht verbuchen. Wir könnten einmal probieren, versuch einmal so laut wie möglich zu schreien. Was war das? Pyrn, okay, ja. Da kam kurz was durch. Da war was. Ja. Da kam kurz was durch. Da war was. Ja. Da kam kurz was durch. Da war was. Ja. Rechts war auch ein Paralight, glaube ich. Also quasi eins von den kleinen. Ja. Ich weiß mal wieder mal nicht, woher das bisschen Energie kommt. Hier ist alles abgeschottet. Müssen mal gucken, was das hier für ein Gestein ist, obwohl eigentlich... Das ist eigentlich Schiefer. Ja. Schiefer hat geringe Leitfähigkeit. Stimmt. Gibt ja verschiedene Gesteine, die leiten halt so ein bisschen, aber... Ja, also wie gesagt, also fast jedes Gestein leitet nicht, ja, weil Metall- oder Salzionen drin sind. Das ist richtig. Aber Schiefer eher weniger. Klar, Ziegel ist noch weniger, aber... Ja. Ja, ist die ganze Zeit. Schon wieder? Ja. Nochmal. Wir werden dich leider, so leid es uns tut, verlassen müssen. Wenn du möchtest, dass wir bleiben, lass es zweimal schnell hintereinander leuchten. Hat nochmal geleuchtet gerade. Okay. Nochmal.
Okay. Das war jetzt also, schnell hintereinander. Also du möchtest, dass wir bleiben, ja? Habe ich richtig verstanden? War direkt hintereinander, jetzt direkt. Okay. Bitte jetzt mal eine Zeit lang nicht leuchten lassen, damit wir wissen, dass es kein Zufall ist. Gibt's nicht. Okay. Ab jetzt darfst du wieder leuchten, damit wir wissen, dass du es bist. Okay. Macht dir jetzt den Spaß? Freust du dich, dass mal jemand da ist? Wir müssen uns aber trotzdem noch darauf einigen, wie wir uns eindeutig verständigen können. Ich will nur noch für einmal leuchtendes Ja, zweimal leuchtendes Nein. Was hältst du davon? Okay. Stell dir mal eine Frage, die du mit Nein beantworten müsstest. Ist mein Name Robert? Dreimal hintereinander jetzt. Ja. Ist aber auch nicht besonders stark, ne? Nee, das nicht, aber es ist unregelmäßig. Und es ist ja mehr geworden jetzt, seitdem wir hier sind auch. Mhm. Also, wo wir aufgehört haben, war es ja nochmal wirklich sporadisch. Aber ein bis zwei Minuten würde ich das so ungefähr schätzen, ne? Mhm. Jetzt haben wir alle 10 Sekunden vielleicht sogar öfter. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir jetzt weiterkommen. Kannst du mal durch den Gang hier laufen? Okay. Zweimal wäre nein, okay. Mhm. Musst du in diesem Raum drin bleiben? Von der Logik her wird es passen, ne? Mhm. Warum? Okay, das kannst du nicht beantworten, aber... Bist du hier gefangen? Okay. Möchtest du, dass ich mal zu dir reinkomme? Es ist halt schwer einzuordnen, ist das noch Zufall, weil manche Dinge passen schon ganz schön gut, ne? Manche passen gut, aber es könnte Zufall sein, ne? Ja, das Problem ist halt... Nein, es ist Zufall dreimal, ja, weiß ich nicht. Ist schwer einzuordnen. Ist schwer einzuordnen. Könntest du dich mal auf das Licht setzen, wenn das überhaupt geht, wenn du so etwas wie eine korporale Form hast? Na, aber ein bisschen länger? Nein. Ah. Okay. Kennen wir uns? Ja, wir sind ja hier, ne? Deswegen kennen wir uns. Ja, das ist relativ. Also würde ich jetzt nicht sagen zu jemandem, den ich vor einer Stunde gesehen habe. Bist du uns schon einmal begegnet? Da war irgendwas Gequetschtes. Nein, zweimal hintereinander. Wie können wir ausschließen, ob das Zufall ist? Das können wir nicht. Das Problem ist, wir haben nur eine. Wenn das hier, wenn wir jetzt theoretisch die verbale Kommunikation hätten, wäre es ja perfekt. Ja, das wäre toll. Kannst du es auch fünfmal hintereinander leuchten lassen?
sehe, okay. Aber 6 mal, ne? Ne, 4. Ja, ich bin bei 6. Das ist 6. Okay, da habe ich wahrscheinlich einmal nicht hingeguckt. 5. Ich bin bei 5 jetzt. Pion, hast du gezählt? Hm. Kann aber sein, dass ich aber 2 nicht gesehen habe, weil ich gerade unten geguckt habe, kurz einmal. Aber kann 5 mal Folge bis 6 mal Folge Zufall sein? Ja, es sind ja nicht exakt 5 gewesen, ne? Ne, eigentlich nicht. Deswegen, also das ist schon. Hm. Kostet dich das sehr viel Kraft? Da waren es zweimal direkt nacheinander, quasi einmal kurz und dann zweimal direkt nacheinander. Also nein. Wenn man mit also nein mit Ja beantwortet, würde es funktionieren. Ne? Mhm. Nein, okay. Pass auf, lass uns was anderes machen. Ich würde gerne wissen, wie alt du bist. Kannst du mal deine Jahrzehnte sozusagen so oft klinken lassen? Also wenn du es dreimal klinken lässt, ist 30? 20? Jetzt haben wir keine andere ganz schnell. Ist 20 korrekt? Okay, können wir dasselbe noch für die Einerstelle machen? Also, wir wissen jetzt ja, 20 steht vorne, wenn du es jetzt nochmal 5 mal blinken lässt, dass wir sagen können, du bist 25 sozusagen? Das heißt also, du bist direkt 20? Also das Interessante ist, wir forschen gerade eigentlich über uns selbst. Wir finden gerade raus, reden mit einer Entität oder mit einem blinkenden Licht. Ja, das ist komisch, ne? Also. Aber jetzt die Frage halt, wieso blinkt es? Ja. Klar, weil es irgendwas misst. Aber was misst es da? Okay, das waren jetzt 2 Blinker, aber viel zu zeitlich versetzt im Abstand. Also es können ja auch keine elektromagnetischen Wellen da drinnen hin und her fluktuieren. Ist ja keine Dyson-Sphäre. Okay. Kannst du dreimal blinken, wenn du ein Mann bist? Und zwar dann, wenn ich bei 10 geendet habe, beim Zählen bitte. 1. 2, 3, 4. Nee, ne? Nee. Das ist Zufall, glaube ich. Es passt zwar. Oder unterbricht uns gerne. Könnte aber auch sein, ein Kind bei 20, weiß ich nicht. Vielleicht war das auch einfach, war das Zufall mit den 20. Das wird Zufall gewesen vielleicht sein. Ist, ja, klar. Vielleicht ist er einfach, oder ist es vielleicht ein Kind oder so? Ein Kindergeist, weiß ich nicht. Das ist halt gerade ein bisschen rumspielt mit uns. Wenn überhaupt da irgendetwas ist. Aber. Ich wäre dafür, wir bauen jetzt ab. Das Paralight bauen wir als letztes ab. Ja, das lassen wir uns nicht stehen.